Okay, wir sind hier auf der Euromod-Messe und stellen unser neues Modul 3D iMachining vor. Es ist eine Weltpremiere hier auf der Euromod. Auf der EMO haben wir das 2D iMachining vorgestellt gehabt und nun ist der nächste Schritt das 3D iMachining. Wir bearbeiten hier einen vorgehärteten Stahl mit 45 Rockwell. Das ist das Tulox 44, hat eine Zugfestigkeit von 1500 Newton. Wie Sie das Bauteil hier sehen, ist es ungefähr 200 auf 150 mm breit. Wie gesagt, Material Tulox 44. Das komplette Teil wird geschrubbt und Restmaterial geschrubbt in ca. 8 bis 10 Minuten, je nachdem, wie schnell man das Teil bearbeitet. We are glad to be at the Euromold 2011. Our booth is conveniently located in front of our two main integration partners, Autodesk Invento and SolidWorks. After 27 years in the CAM software business, we have developed a truly revolutionary technology, iMachining. It saves up to 70% in machining time and extends tool life dramatically. At the EMO show in Hanover, we have shown our 2D iMachining. Today, we are showing the world premiere of our 3D iMachining technology. With the combination of our 2D iMachining and 3D iMachining, every machine shop can leverage the time savings in cutting and the extended tool life into profits and success. iMachining ist natürlich auch absolut attraktiv für unsere vielen Partner im Technologiebereich. Ob Hersteller oder Händler von CNC-Maschinen, Fräswerkzeugen und auch die Materiallieferanten. iMachining bringt neue Chancen für alle Beteiligten. Und jeder spürt das. iMachining ist eine Technologie, die verbindet.